Dieses Buch erscheint am 15.02. und ist der zweite Teil der Fuchs und ist der Lieben, heute soll es um die letzten 5 gelesenen Bücher gehen von mir. Ich habe das jetzt einfach mal als 5 zusammengefasst, weil ich wollte jetzt nicht noch 5 oder 10 Videos dazu machen. Und zwar, ich blende euch die Bücher wie immer hier nochmal mit ein. Ich versuche mal, dass ich hier ein bisschen Platz habe für die Bücher, mich aus dem Bild zu mogeln. Wenn ihr zu einem von diesen Büchern springen wollt, ihr wisst Bescheid, dann klickt einfach drauf und springt einfach hin. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Und zwar ist das Fuchsfluch von Niki Kiso. Das ist der zweite Teil der Fuchsreihe. Dieses Buch erscheint am 15. November und ich durfte es vorab wieder mitlesen. Dieses Buch hat auch wieder kurze, knackige 50 Seiten, so ungefähr. Und ist halt auch eine Geschichte, die man dadurch wieder sehr gut mit für zwischendurch lesen kann. In diesem Buch geht es immer noch um unsere zwei Zwillingsgeschwister. Ist das jetzt doppelt gewoppelt? Zwillingsgeschwister? Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht um die Zwillinge Maikaela und Sisandra. Die beiden sind ja als Kindern von Geistern, von Tiergeistern quasi heimgesucht worden. Und die Tiergeister sind in sie hineingegangen und haben den beiden dadurch besondere Fähigkeiten verliehen. Die Geschichte setzt genau dort an, wo der erste Teil aufhört, weswegen ich euch zum Inhalt hier nichts sagen kann. Sonst spoilere ich euch das Ende vom ersten Teil und das möchte ich nicht. Ich kann nur so viel sagen, dass die Geschichte hier genau am Ende vom ersten Teil ansetzt. Also es geht direkt im Anschluss weiter. In diesem Buch passieren wieder einige interessante Sachen, wo ich jetzt nicht so viel zu sagen kann. Ich überlege, was ich gerade so zu der Geschichte überhaupt erzählen kann. Es ist sehr, sehr schwierig. Zum Inhalt kann ich euch überhaupt definitiv nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir Maikaela und Sisandra hier immer noch auf ihrem Weg begleiten. Es hier ja einige Schwierigkeiten zu überwinden gab am Ende vom ersten Teil und diese Schwierigkeiten halten an und es nimmt kein Ende und es ist kein Ausweg in Sicht. Und ja, die beiden müssen versuchen, mit dieser neuen Situation klarzukommen. Und man merkt sehr, sehr schnell, dass Maikaela hier doch ganz, ganz anders ist vom Charakter her wie Sisandra. Dann gibt es ja hier noch Erebos. Und Erebos ist ein Charakter, wo ich sagen muss, so ein Arsch. Ich mag ihn einfach nicht. Und er ist ein Tori ebenfalls wie Maikaela. Also auch er hat einen Tiergeist in sich wohnen. Und Erebus hält hier noch einige Überraschungen für unsere Charaktere bereit. Und ja, mehr kann ich auch zu den Charakteren eigentlich gar nicht sagen. Sonst verrate ich euch einfach zu viel. Das möchte ich nicht. Ansonsten vom Setting her befinden wir uns halt hier immer noch in dieser High-Fantasy-Welt. Es ist immer noch so eine Welt wie, ich stelle mir das so vor, ich habe es glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, kennt ihr Disneys Bärenbrüder? Diese Welt mit diesen Inuit oder wie dieses Volk heißt, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, so stelle ich mir die Welt vor, wie bei Disneys Bärenbrüder. So von der Art her und auch, wie die Dörfer aufgebaut sind. Und ich mag auf jeden Fall diese High-Fantasy-Welt, weil sie einfach mal ein bisschen was anderes als dieses typische, stupide, mittelalterliche Setting, was man ja sonst meistens bei High-Fantasy hat. Und ansonsten, das kann ich euch noch erzählen, Niki, ihr Schreibstil hat mir auch hier in dieser Geschichte wieder gut gefallen. Ich mag es, weil es ja ein ganz einfacher Jugendbuch-Schreibstil ist, locker, leicht und einfach. Man kommt gut durch die Seiten, man kann das einfach gut für zwischendurch mal mitlesen. Und ja, mehr kann ich euch zu diesem Buch eigentlich auch gar nicht sagen. Im Moment, wie gesagt, es ist der zweite Teil, deswegen ist es schwierig, da irgendwie anzusetzen. Mein Fazit zu Fuchsfluch ist, dass es mir wieder richtig gut gefallen hat, dass es eine tolle Fortsetzung vom ersten Teil ist und auf jeden Fall Geschmack auf mehr macht. Also man möchte am Ende vom zweiten Teil definitiv wissen, wie es jetzt weitergeht. So, oh mein Gott, was passiert jetzt als nächstes? Und ich kann nur sagen, dass das Ende vom dritten Teil noch viel, viel schlimmer wird, weil das habe ich nämlich auch schon gelesen. Also das Ende vom dritten Teil war ganz, ganz böse. Also seid auf jeden Fall gespannt. Was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Die Erbin von Simone Arnstedt. Ich habe dieses Buch schon vor einer ganzen Weile mal gekauft und wollte es eigentlich im August schon mitlesen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Auf jeden Fall habe ich es jetzt diesen Monat geschafft, dieses Buch zu lesen und es hat 600 Seiten und ich dachte mir nur so, aber ich habe es in 2 Tagen gelesen. Also ich habe es dann echt ab der Hälfte komplett in einem Rutsch weggesuchtet, weil ich dann wissen wollte, wie es weitergeht. Und das war mal wieder so ein Buch, wo mir das Herz aufgegangen ist. Das war so eine schöne Geschichte, die teilweise auch sehr, sehr kitschig und überzogen war, natürlich. Aber es war einfach so eine schöne Geschichte, wo alles so rundum für mich gepasst hat, wo eine Überraschung mit drin war in der Geschichte, wo Wendungen drin waren, mit denen man nicht gerechnet hat und wo ein Ende war, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Natalia de la Grippe, die sich in einer Welt, die von Männern beherrscht wird, und zwar der Finanzwelt in Schweden, versucht durchzusetzen und versucht ihren Platz zu finden. Und
arbeitet dort für eine Firma als Bankerin und ist auch sehr, sehr erfolgreich. Natalie trifft auf jeden Fall eines Tages auf David Hammer. Hammer? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Hammer? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall trifft sie auf David und er lädt sie zum Mittagessen ein, zu einem Meeting. Und sie weiß noch nicht so recht, was sie davon halten soll. Aber es ist halt in der Finanzwelt üblich, Kontakte zu knüpfen und halt sich untereinander auszutauschen. Und deswegen denkt sie sich, okay, was soll er sonst von mir wollen? Und geht halt mit ihm zu diesem Meeting und trifft sich mit ihm halt zum Essen. Und beiden wird ganz, ganz schnell klar, dass sie sich zu dem anderen doch irgendwie hingezogen fühlen. Und dass es nicht einfach nur ein Geschäftsessen ist. Und Natalie ist auch nach diesem Essen, oder Natalia, heißt sie Natalie oder Natalia? Ich glaube, sie heißt Natalia. Naja, auf jeden Fall ist sie nach dem Essen auch ziemlich verwirrt und ziemlich durcheinander, weil sie immer noch nicht weiß, was er jetzt eigentlich genau von ihr wollte. Und das kommt auch sehr, sehr spät für sie ans Licht, denn David möchte die Firma ihrer Familie übernehmen und quasi ihre Familie zerstören. Denn in seiner Vergangenheit ist etwas passiert, wofür ihre Familie verantwortlich ist und dafür möchte er sich rächen. Und das ist das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Natalia muss dann natürlich versuchen, dem Ganzen entgegenzuwirken und sie muss dann auch immer noch mit ihren Gefühlen für David kämpfen. Weil wie gesagt, es ist da eine ganz besondere Anziehungskraft zwischen den beiden und beide versuchen sich natürlich erstmal dagegen zu wehren, was natürlich nicht lange funktioniert. Mehr möchte ich zum Inhalt gar nicht verraten. Ich kann nur sagen, es ist eine wirklich richtig, richtig schöne Liebesgeschichte und sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man liest diese Geschichte auch aus mehreren Sichtweisen, also jetzt nicht nur von Natalia und David, sondern auch noch aus der Sichtweise von ihrer Freundin und von dem Freund, von ihm liest man teilweise noch ein Stück und ein Stück von dem Bruder von Natalia. Und dadurch hat das Buch eine richtig gute Dynamik. Es wird nicht langweilig, man erfährt immer wieder neue Sachen und hier sind Intrigen drin, hier sind Dinge drin, die einem echt am Ende so, what? Das geht doch gar nicht. Also mich hat dieses Buch wirklich sehr, sehr überrascht mit den Plots auf jeden Fall, die hier drin vorgekommen sind. Und ich fand die Handlung richtig, richtig gut. Die Charaktere, ich muss sagen, ich habe Natalia sehr, sehr schnell ins Herz geschlossen. Sie ist ein Mensch, ein ganz normaler Mensch mit Selbstzweifeln. Sie weiß, was sie kann, sie weiß, wo sie im Leben steht und versucht halt, wie gesagt, sich ihren Platz in dieser Männerwelt zu erkämpfen. Und das hat mir wirklich richtig gut gefallen. David ist ein Mann, der weiß, wie er wirkt und er weiß, was er für eine Ausstrahlung hat und weiß, die auch einzusetzen, gezielt bei Frauen und auch in der Geschäftswelt. Und er ist sehr, sehr smart, aber ist auch bekannt als eiskalt seinen Geschäftspartnern gegenüber. Aber dadurch, dass er bei Natalia da ganz, ganz anders ist und auch eine liebevolle Seite hat und zeigt, fand ich ihn wirklich auch richtig gut als Charakter. Und er war einfach mal nicht so der typische Bad Boy. Er hat zwar so nach außen hin gewirkt, aber man hat halt sehr, sehr schnell gemerkt, dass er unter seiner harten Schale doch einen ganz, ganz weichen Kern hat. Die Nebencharaktere fand ich auch gut. Also wir haben ja hier Nebencharakteren die Freundin von Natalia, ich überlege gerade, wie sie hieß. Die Freundin von Natalia, Asa oder Asa, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Die fand ich eigentlich auch ganz witzig. Asa hat aber auch ziemlich viele Abgründe von ihrer Vergangenheit, mit denen sie zu kämpfen hat. Und dann gibt es hier noch Michel oder Michael, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dadurch, dass das ja in Schweden spielt. Auch er hat ziemliche Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Und dann geht es hier, wie gesagt, priorisiert um die Geschichte von Natalia und David, aber auch die Geschichte von Asa oder Asa und Michelle spielt hier noch eine gewisse Rolle mit. Und das fand ich sehr, sehr süß, dass man quasi eine Liebesgeschichte in der Liebesgeschichte hat. Und das hat mir wirklich gesagt, richtig, richtig gut gefallen. Ich mochte das Buch, ich mochte die Charaktere, ich mochte die Handlung, ich mochte das Setting. Gerade weil das hier in Schweden spielt, war das mal was ganz, ganz anderes und einfach mal eine richtig gute Abwechslung. Und ja, I like it, I love it und ich kann euch dieses Buch empfehlen. Es ist, glaube ich, auch als Erotikroman mit eingestuft, war aber jetzt hier nicht so schlimm mit der Erotik. Also das hat sich hier echt in Grenzen gehalten, Gott sei Dank, und war nicht nur so ein reines Bumsbuch oder so. Ne? Also war eine schöne Geschichte, war richtig schön geschrieben, hat mir richtig gut gefallen, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich werde auf jeden Fall hier den zweiten Teil dazu auf jeden Fall noch mitnehmen. Damit wären wir dann schon beim dritten Buch und zwar ist das dieses hier, Fridged oder Frigid oder ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ich bin ja nie in Englisch, wie ihr wisst, von Jennifer Armentrout. Dieses Buch erscheint ja eigentlich erst am 2. November, aber es war auf Amazon schon komischerweise am 27. Oktober bestellbar, deswegen habe ich es bestellt und es kam dann auch gleich am Folgetag und dann habe ich es gleich gelesen und es war eine typische Jennifer Armentrout
Hintergrundgeschichte, wenn auch eine etwas schwächere, muss ich dazu sagen. In diesem Buch geht es um Sydney und Kyler. Sydney und Kyler sind seit Kindertagen an die besten Freunde. Doch Sydney möchte schon seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich viel, viel mehr von Kyler, traut sich es aber nicht, ihm zu sagen, weil sie Angst hat, dass ihre Freundschaft dadurch für immer zerstört wird, weil sie halt denkt, dass er ihre Gefühle nicht erwidert. Kyler ist ein Frauenschwarm, wie er im Buche steht. Er schleppt jede Nacht eine andere ab und ist er halt so der typische Bad Boy, auf den die Mädchen stehen und deswegen versteht man, dass Sydney da sich nicht so traut, ihm das zu sagen. Und es kommt dann zu einem verhängnisvollen Skiausflug, in dem Sydney und Kyler zusammen für ein paar Tage in einem Haus eingesperrt werden, aufgrund der Schneemassen, die dann da runterkommen während eines Schneesturms. Und sie können halt nicht weg und sind dann halt gezwungen, sich miteinander auseinanderzusetzen und auch mit ihren Gefühlen sich auseinanderzusetzen. Und während des Schneesturms ändert sich alles. Und mein Freund kommt. Mein Freund ist gerade nach Hause gekommen, der geht aber gleich wieder. Ich mache jetzt einfach mal weiter, also lasst euch nicht stören, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört. Auf jeden Fall ändert sich in dieser Nacht, wo dieser Schneesturm beginnt, einfach alles zwischen den beiden. Und sie müssen sich halt, wie gesagt, mit ihren Gefühlen auseinandersetzen, die sie füreinander haben oder halt auch nicht haben. Es geht aber nicht nur darum, dass die beiden sich halt miteinander auseinandersetzen müssen, sondern es ist dann halt noch so, dass irgendjemand sie bedroht. Denn irgendwer sabotiert das Haus und zerstört die Stromleitung und zerstört den Generator und es ist alles nicht so einfach wie gedacht. Die beiden müssen damit halt irgendwie zurechtkommen, bis die Schneemassen irgendwie freigeschaufelt wurden und die beiden wieder aus diesem Haus verschwinden können. Und das ist halt alles gar nicht so einfach. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Mehr möchte ich zum Inhalt gar nicht verraten. So viel zur Handlung, komme ich jetzt erstmal zu den Charakteren. Wir haben hier ja Sydney, die im Vordergrund steht als unsere Protagonistin. Ich mochte Sydney eigentlich ganz, ganz gerne, nur begingen ihre ganzen Selbstzweifel, die sie teilweise hatte und die immer wieder hochgekommen sind und immer wieder hochgekommen sind. Die ging mir ein bisschen auf den Sack, weil auch als sie Selbstbestätigung bekommen hat in Form von Komplimenten oder irgendwas, konnte sie das nie annehmen und sie konnte da nie sagen, okay, ich bin vielleicht doch nicht so ein hässliches Entlein, wie ich immer dachte, sondern nein, ich habe weiter Selbstzweifel und finde mich nicht schön und finde mich nicht gut genug. Und das hat mich so ein bisschen genervt. Ansonsten mochte ich Sydney, wie gesagt, eigentlich ganz, ganz gern. Auf der anderen Seite haben wir hier Kyler und Kyler ist halt, wie gesagt, so der typische Frauenschwarm. Ich habe Kylers Handlungsweise nicht verstanden. Also ganz ehrlich, man kann jetzt ja sagen, gut, es sind Männer, die muss man nicht verstehen, aber ich habe es teilweise einfach nicht verstanden, was er da abgezogen hat die ganze Zeit. Das fand ich auch ein bisschen doof und das hat mir auch nicht ganz so gut gefallen. Ansonsten mochte ich ihn von der ganzen Art und Weise her, auch wie er mit Sydney umgegangen ist und allem drum und dran, mochte ich ihn wirklich sehr, sehr gern. Die Nebencharaktere spielen ja nicht wirklich eine Rolle, weil es ja hauptsächlich darum geht, dass die beiden in dieser Skihütte eingeschlossen sind. Dann gibt es dort halt quasi noch die Bösen, die sie bedrohen. Dazu kann ich jetzt aber auch nichts sagen. Es sind halt die Bösen, es sind halt Arschlöcher. Was will man dazu sagen? Es sind halt die Bösen. Also kann ich jetzt nicht sagen, ach, die sind so nett und sympathisch. Nein, es sind die Bösen und es sind Arschlöcher und Punkt. Wie gesagt, ansonsten gibt es hier zwar noch die Freunde von Sydney und Kyler, die aber nur am Anfang und dann am Ende nochmal eine gewisse Rolle spielen. Die beiden sind sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr nett. Man merkt, dass die beiden hier auch mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen haben und dass da bei den Freunden auch irgendwas nicht stimmt und dass da auch irgendwas im Argen ist. Aber wie gesagt, das spielt hier in dieser Geschichte nicht wirklich eine Rolle, denn es geht vorrangig um Sydney und Kyler. Vom Setting her kann ich sagen, dass ich es eigentlich ganz cool fand, dass die beiden halt da in dieser Schneehütte da eingeschneit sind. Natürlich war es nicht einfach nur irgendeine beliebige Schneehütte, sondern die Mutter von Kyler hat Geld und das war ihre Hütte und natürlich waren sie bestens ausgestattet mit allem drum und dran. Und sie mussten halt, wie gesagt, mit diesen ganzen Dingen kämpfen und versuchen zurechtzukommen, wo sie halt sabotiert wurden dann. Und das fand ich sehr, sehr interessant, wie gesagt, weil man stellt sich mal vor, man ist mitten irgendwo in der Pampa, man ist eingeschneit, man kommt nicht weg und dann ist da irgendeiner, der einem noch irgendwie an die Karre pissen möchte. Das ist schon psychisch gesehen eine Sache, wo man erstmal mit klarkommen muss. Also ich hätte da ziemlich Schiss gehabt an den ihrer Stelle. Und wie gesagt, vom Setting her hat es mir richtig gut gefallen. Der Schreibstil von Jennifer Armentrout war typisch Jennifer Armentrout, was soll ich dazu sagen? Ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe, wie diese Frau Geschichten erzählt und ich liebe es, wie sie Geschichten schreibt. Und es hat mir richtig gut gefallen vom Schreibstil her. Es war wieder locker, leicht und einfach und witzig geschrieben. Es war gefühlvoll geschrieben und ich mag diesen Schreibstil einfach, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich das Ende ein bisschen zu gedehnt fand. Also
da war dann nochmal ein Plot und nochmal ein Plot, dass sie sich jetzt nicht kriegen. Ich meine, wir reden hier von einer Adult-Geschichte. Wir wissen alle, dass die zwei sich am Ende kriegen. Ne? Da spoilere ich jetzt hier niemanden. Aber es war am Ende so, dass... Und nochmal eine Wendung und nochmal eine Wendung und dann nochmal Selbstzweifel und dann nochmal dies. Und sie kriegen sich wieder nicht. Und das finde ich, das hat sich am Ende zu lang gezogen. Also man hätte schon auch sagen können, so und so und so und jetzt ist die Sache geklärt und Ende. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt gemacht hätte, damit man die Seiten einfach noch ein bisschen füllt und voll kriegt. Aber das hat mich am Ende schon so ein bisschen genervt, dieses und nochmal was und nochmal was und nochmal was. Also das war so, okay, ja, kriegt es jetzt endlich auf die Reihe, kriegt euer Leben in Ordnung. Ich war dann am Ende froh, wo ich dann am Ende war und es war fertig und ich hatte ein gutes Gefühl und ich bin mit einem sehr, sehr guten Gefühl aus der Geschichte gegangen. Aber wie gesagt, es hat mich so ein bisschen gestört. Wie gesagt, es war eine für mich eher der schwächeren Geschichten von Jennifer Armentrout. Es war trotzdem eine richtig gute New Adult-Geschichte. Sie hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ja, also wer Jennifer Armentrout mag, wer New Adult-Geschichten mag, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mit angucken. Ich fand es richtig gut und ich finde auch das Cover richtig hübsch auch. Wenn diese zwei Personen absolut nicht zur Beschreibung von den Charakteren passen, weil Sydney hat lange schwarze Haare und sie ist blond. Naja gut, ne? Dann hat der Coverdesigner den Inhalt mal nicht gesehen. Ja, aber wie gesagt, das Cover finde ich eigentlich auch echt richtig hübsch. Und ja, wenn du Adult-Geschichten magst, wer Jennifer Armentrout mag, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mit angucken. Damit wären wir bei den letzten beiden Büchern, die ich gelesen habe. Und das waren wieder Geschichten von Jacqueline Felgut. Und zwar zum einen habe ich gelesen Der Duft von Büchern und Kaffee. Das war ja jetzt das Buch vom Oktober, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich blicke bei ihr da immer nicht durch. Jeden Monat ein Buch. Ich weiß immer nicht, welches in welchen ist. Aber ich glaube, Der Duft von Büchern und Kaffee war vom Oktober. Und ich muss sagen, dieses Buch fand ich wirklich sehr, sehr süß und sehr, sehr niedlich. Hat mir nicht ganz so gut gefallen wie die anderen Liebesgeschichten von ihr. Hier waren einfach Dinge drin, die ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen konnte. Mir ging die Handlung auch viel zu schnell voran. Also ich meine, das sind kurze Geschichten von Jackie, die sie da schreibt. Das sind ja immer so 200, 240 Seiten, was so eine Geschichte umfasst. Deswegen muss man da natürlich einige Sachen einkürzen. Aber mir ist es bei diesem Buch halt schwer gefallen, die Zeitspannen irgendwie nachzuvollziehen. Und mir ging das einfach alles viel zu schnell zwischen den zwei Charakteren. Und erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Amy. Und Amy arbeitet seit 6 Jahren in einer kleinen Buchhandlung in New York. Und ihr großer Traum ist es, eines Tages eine eigene Buchhandlung zu haben. Und hofft darauf, dass sie vielleicht diese Buchhandlung, in der sie arbeitet, irgendwie vielleicht mit übernehmen kann, wenn die Besitzerin in Rente geht. Und ja, arbeitet da so vor sich hin, ist mit ihrem Leben eigentlich auch ganz zufrieden. Ist froh, dass sie ihre Vergangenheit hinter sich gelassen hat und hat einen kleinen Hund namens Otis. Und ach, er ist so süß. Das ist eine französische Bulldogge und er ist so süß. Auf jeden Fall, ja, lebt sie da so ihr Leben vor sich hin. Bis eines Tages ein junger Mann den Laden betrifft namens Ryan und er sich als Enkel der Besitzerin Beatrice vorstellt und ja, sagt, er hat einen Brief bekommen, in welchen es um ihr Erbe geht. Damit bricht natürlich erstmal so die ganze Welt von Amy zusammen. Ihre ganzen Zukunftspläne und Hoffnungen und Träume sind natürlich erstmal dahin, bis eine E-Mail ihr doch wieder Hoffnung gibt. Und was in dieser E-Mail steht und was mit den beiden dann noch so alles passiert, das ist das, worum es in den Duft von Büchern und Kaffee geht. Mehr möchte ich zum Inhalt gar nicht verraten. Ich kann nur sagen, von der Handlung her hat mir das Buch wirklich richtig gut gefallen. Ich mochte die Story, ich mochte die Wendungen in diesem Buch. Ich mochte, wie das Ganze am Ende sich entwickelt hat und wie gesagt, mein Problem war halt wirklich, dass mir die Zeit irgendwie, die kannten sich dann 2, 3 Tage, hatte ich das Gefühl. Und dann passierte dies und das und das und das. Und wo mir sagen, das ging mir einfach irgendwie alles ein bisschen zu schnell. Da hätte ich es halt schöner gefunden, wenn das alles ein bisschen gestreckter gewesen wäre. Komme ich als nächstes mal zu den Charakteren in dieser Geschichte. Amy, unsere Protagonistin, hier fand ich wirklich richtig gut. Sie war ein herzlicher Mensch, sie war ein liebevoller Mensch und sie war ein fröhlicher und aufgeweckter Mensch. Ich konnte mich auch gut in sie hineinversetzen, als dann ihre Seifenblase, von wegen sie übernimmt diesen Buchladen, wo das mit dem Erbe dann kam. Da konnte ich mich auch gut in sie hineinversetzen, wo diese Seifenblase einfach mal so geplatzt ist, boom, und sie auch einfach erstmal vor dem Nichts steht und Angst hatte, was jetzt mit ihrer Zukunft wird. Und ja, also wie gesagt, Amy mochte ich total gern und Ryan, unser Charakter hier in diesem Buch, der Gegenpart von Amy. Ryan vermittelt am Anfang den Eindruck eines Bad Boys. Er hat zerrissene Hosen an und er trägt eine Lederjacke und er sieht gut aus und hat so Wuschelhaar. Und ja, also Amy denkt am Anfang zunächst, boah, das ist so der typische Bad Boy, von dem halte ich mich fern. Oh mein Gott, ich will mit dem Typen nichts zu tun haben. Aber Amy merkt sehr, sehr schnell, dass Ryan überhaupt nicht so ist. Dass er ein ganz, ganz liebevoller Mensch ist, dass er ein fürsorglicher Mensch ist, dass er ein verständnisvoller Mensch ist. Und trotzdem ist es so, je näher sich die beiden kommen, umso mehr distanziert sich Ryan von Amy und das kann sie natürlich nicht verstehen. Das fand ich nochmal einen richtig guten Aspekt in der Geschichte, dass sich der Typ mal zurücknimmt und distanziert und halt auch mal Gefühle zeigt.
Und nicht immer nur die Weiber und nicht immer nur die Mädels. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist ja in den meisten Liebesgeschichten ist es ja so, dass die Initiative und die ganze Gefühlswelt, dass das immer alles von den Frauen ausgeht und die Männer da immer nur so angeschnitten werden. Aber hier in diesem Buch war es halt so, dass man halt auch einen guten Einblick in die Gefühlswelt von Ryan bekommen hat. Was mir richtig gut gefallen hat, also wie gesagt, von den Charakteren, mochte ich sie auf jeden Fall richtig gern. Auch die Nebencharaktere, die Freunde von Ryan und Beatrice, die Ladenbesitzerin, fand ich ganz, ganz gut. Obwohl ich sagen muss, dass Beatrice mir ein bisschen unsympathisch war am Anfang, wo man sie dann kennengelernt hat. Einfach durch ihre ganze schroffe Art und Weise, aber ich glaube, das war auch einfach so gewollt. Ansonsten vom Setting her spielt das Ganze hier wieder in New York. Und man bekommt hier so einen kleinen, wie nennt man das? Seitenhieb auf Hashtag Folge deinem Herzen oder auch Sherry on Top. Das ist das nächste Buch, was ich euch dann gleich vorstellen möchte. Und das fand ich wirklich richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, wie gesagt, New York finde ich vom Setting her immer wieder cool. Und es ist immer wieder toll, Geschichten zu lesen, die in New York spielen. Ich möchte auch irgendwann mal in meinem Leben noch nach New York. Und ich beneide Sina immer noch, dass sie jetzt dahin fährt. Sina, ich beneide dich. Und ja, also vom Setting her wieder top. Wer meine bisherigen Videos zu Jackie, ihren Büchern gesehen hat, weiß, dass ich ihren Schreibstil wirklich sehr, sehr gerne habe. Er ist locker leicht und einfach. Er ist sehr gefühlvoll geschrieben. Er ist richtig schön bildlich geschrieben. Und ja, ich mag ihn einfach. Er ist toll und er ist leicht zu lesen. Und I like it einfach. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Im Großen und Ganzen ist der Duft von Büchern und Kaffee wieder eine richtig, richtig schöne Liebesgeschichte, wo ich hier, wie gesagt, so ein, zwei Stolpersteine hatte. Aber ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Wer gerne Liebesromane liest, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mal mit angucken. Damit wären wir jetzt beim letzten Buch. Und zwar, wie gesagt, das war auch ein Buch von Jackie und zwar Sherry on Top. Und wer Hashtag Folge deinem Herzen gelesen hat, sollte sich Sherry on Top auf jeden Fall angucken. Denn in diesem Buch geht es um die Freunde von Sarah und Jake. Und zwar um Sherry und Milo. Und ich habe, wo ich Hashtag Folge deinem Herzen gelesen habe, schon gedacht, ach so, die Geschichte von Sherry und Milo würde mich auch nochmal interessieren. Und umso erfreuter war ich, wo Jackie mich gefragt hat, ob ich dieses Buch nicht vorab schon lesen möchte. Denn Sherry on Top ist das Buch jetzt für den November. Ich habe mich riesig gefreut, dass Jackie mich gefragt hat, ob ich dieses Buch wieder lesen möchte vorab. Und natürlich habe ich ja gesagt. Und ich habe dieses Buch bekommen und ich habe es gleich gelesen an dem Tag noch und ich habe es verschlungen. Ich habe dieses Buch an dem Tag, wo ich es bekommen habe, auch gleich noch angefangen zu lesen und ich habe es auch noch fertig gelesen an dem Tag. Also ich mag diese Geschichte einfach unheimlich gern. Ich muss sagen, es ist nicht ganz so gut wie Hashtag Folge deinem Herzen. Bei Hashtag Folge deinem Herzen war einfach so dieses gewisse Etwas in der Geschichte, dass ich sagen muss, dieses Buch ist genial. Und Sherry on Top war eine richtig, richtig gute Geschichte. Sie war richtig schön, sie war toll, die Charaktere waren toll und alles. Aber dieses gewisse Zing hat hier einfach gefehlt. Aber es war eine richtig, richtig schöne Liebesgeschichte. Und in diesem Buch geht es um Sherry und Milo. Wie gesagt, wer Hashtag Folge in deinem Herzen gelesen hat, kennt die beiden schon ein bisschen. Und Sherry und Milo hatten ein Date, was nicht ganz so perfekt gelaufen ist. Und dann treffen die beiden jetzt ein Jahr später wieder aufeinander und müssen irgendwie miteinander zurechtkommen. Denn Milo soll eine Party organisieren und Sherry, die in einem Cupcake-Laden arbeitet, soll dafür das Dessert stellen. Und somit müssen die beiden wohl erstmal miteinander auskommen. Und Milo stellt sehr, sehr schnell fest, dass nach diesem verpatzten Date von vor einem Jahr er irgendwie immer noch das Gefühl hat, dass da Sachen sind, die nicht geklärt sind zwischen den beiden nach diesem Desaster-Date, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, macht sich dann halt auf, um die Sache mit Sherry zu klären. Und somit treffen die beiden dann immer wieder aufeinander und müssen versuchen, ihre Feindseligkeiten von früher zu klären und doch noch irgendwie zusammenzuarbeiten. Mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht verraten, sonst nehme ich euch von der Geschichte viel vorweg. Das möchte ich nicht. Ich kann nur sagen, dass von der Handlung her, es war eine richtig, richtig schöne Liebesgeschichte. Es war jetzt hier kein Plot drin, wo ich sage so, oh mein Gott, so krass, damit habe ich nicht gerechnet. Also das nicht, aber es waren gute Plots drin, also Plot-Twists und es waren gute Wendungen in dieser Geschichte, die zwar vorhersehbar waren, aber das fand ich jetzt echt nicht schlimm, weil Jackie ihr Schreibstil und Jackie ihre Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, macht das alles wieder wett und ja, fand ich richtig gut. Die Handlung hat mir richtig, richtig gut gefallen. Von den Charakteren her, ich mochte Sherry. Ich mochte Sherry schon als Nebencharakter in Hashtag Folge deinem Herzen. Sherry ist ein sehr aufgeweckter Mensch, ein sehr, sehr aufgeschlossener Mensch, aber sie hat halt auch viele Selbstzweifel aufgrund ihrer Vergangenheit. Und Milo ist ein Mensch, der irgendwie noch nicht so recht seinen Platz im Leben gefunden hat, der irgendwie noch versuchen muss, mit sich als Menschen zurechtzukommen. Und er macht auch in diesem Buch quasi eine Selbstfindungsphase gerade durch und versucht halt eigentlich rauszufinden, wer er eigentlich ist und ja, ob er zu diesen Menschen denn auch stehen kann. Und es ist einfach schön mit anzusehen, wie diese beiden Charaktere aufeinandertreffen und wie die beiden es schaffen, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen und auch die Selbstzweifel zu nehmen. Und die Sonne kommt gerade rum.
Ich werde etwas dunkel, es tut mir leid. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, wie diese beiden Charaktere in diesem Buch miteinander agieren und sich gegenseitig auch unterstützen und helfen. Und ja, von den Charakteren kann ich nur sagen, top, hat mir wieder richtig gut gefallen. 1A kann man nicht meckern. Vom Setting her befinden wir uns auch hier in New York. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass in Der Duft von Büchern und Kaffee ja schon so ein kleiner Seitenhieb jetzt auf Sherry on Top war. Und in Sherry on Top hat man so einen kleinen Seitenhieb auf Ein magischer Sommer wieder mit drin gehabt. Das fand ich auch richtig gut. Das fand ich mal einfach eine witzige Sache, dass Jackie das so mit eingebaut hat mit ihren vorherigen Geschichten. Und ja, also vom Setting her mochte ich dieses Buch auch wieder unheimlich gern. Was kann ich sonst noch sagen? Der Schreibstil von Jackie hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Er war wieder locker leicht, wie ich gerade eben schon sagte. Die Frau kann einfach Bücher schreiben. Sie hatte einfach ein unheimliches Talent und ich mag ihn einfach. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass dieses Buch wieder eine richtig, richtig schöne Liebesgeschichte war. Und wer gerne Liebesgeschichten liest, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall angucken. Man muss nicht Hashtag Folge deinem Herzen gelesen haben, um dieses Buch zu lesen. Das möchte ich gleich noch mit sagen. Also das hat damit nichts zu tun. Und ja, ich fand es einfach schön, nochmal in diese Welt einzutauchen. Und es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, die Geschichte von den beiden zu lesen. Und wie gesagt, ich habe sie in einem Rutsch durchgelesen. Und man merkt dadurch schon, dass mich die Geschichte auf jeden Fall in ihren Bann gezogen hat. Und ja, wer Liebesgeschichten mag, sollte sich Cherry on Top auf jeden Fall nochmal mit angucken. Das Buch kommt jetzt im November, wie gesagt, mit raus und ja, ich kann es euch da wirklich nur empfehlen. Das waren meine letzten 5 Bücher, die ich gelesen habe. Wie immer, wenn ihr eins von den Büchern kennt oder anderer Meinung seid oder wenn ihr sagt, ja, ich fand das Buch auch toll, schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich bedanke mich ansonsten an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.